Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Magazin-Review auf meinem Kanal. Heute zur 20. Ausgabe des Lego Minecraft Magazins. Als extra haben wir ein Zombie-Kind plus TNT und einen weiteren Zombie in so einer kleinen Flamme. Und ein Booster der neu erschienenen Minecraft-Sammelkarten plus eine limitierte Karte. Ich würde sagen, ich packe das einmal alles aus. Schneid in der Zeit kurz, löse alles ab und dann sehen wir uns im Anschluss wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier haben wir einmal die goldene Enderman-Karte, die limitierte, die LE2. Sieht schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Auch mit dem glitzernden Rot und dem goldenen Blöcken im Hintergrund. Hinten ist sie grün mit Minecraft drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich die sammeln werde. Vielleicht ja, mal schauen. Vielleicht überzeugen mich ja die Karten noch. Dann haben wir hier noch mal so schön ein Booster dabei mit den Wahrscheinlichkeiten auf der Rückseite. Insgesamt sind 6 Karten in dem Booster und in der kompletten Reihe sind 254 Karten. Davon sind Standardkarten, 61 Charakterkarten, 32 Neon, 18 Kunst, 18 Tier, 27 Puzzle und 36 Comic-Karten. Dann haben wir hier nochmal Spezialkarten. Da haben wir 32 Holo, 16 Pixel-Karten, 10 Ultra-Duell-Karten. Davon sollen in jedem fünften Booster eine drin sein und 4 Platin-Karten. Da soll in jedem 25. Booster eine drin sein. Mal gucken, ob wir hier schon Glück haben. Machen wir die gleich mal auf. Machen wir das mal wie bei den anderen Karten. Die Glitzerne nach hinten. Hier haben wir einen Neon-Spinnreiter. Was haben wir hier? Tiefer Tauchgänger. Eine Puzzlekarte. Haben die auch Effekte? Nein. Das sind reine Puzzlekarten. Comic-Ritter. Dann Nether-Ritter. Und ein Wachsoldat in, könnte Pixel sein. Sieht ja irgendwie ganz cool aus. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die besorgen werde. Mal gucken. Oder ob ich sie zeigen werde. Könnt ihr mal rein in die Kommentare schreiben, ob ich die Sache angucken werde. Wenn ich mir die mal holen würde. Oder nicht. Oder so. Dann kommen wir mal hier zu den kleinen Paperback. Das baue ich mal schnell so auf. Sollte nicht allzu schwer sein. Hier haben wir dieses komische Feuerteil. Dann haben wir hier den Zombie. Großen. Zack, da ist der fertig. Bringen wir ihn hin. So. Dann bauen wir mal hier den TNT-Block zusammen. Da finde ich cool, dass die einmal zweier Bricks geprintet sind. Schön mit dem Spruch TNT. Zack, da ist der auch fertig. Kommt das hin? Achso, das kommt hier zwischen. Zack. Und dann bauen wir mal das Zombie-Baby. Was wir denn da reinstellen können. Dann brennt das so ein bisschen. Ganz coole Teile. Vor allem, das finde ich ganz cool. Kann man vielleicht was Schönes mit anfangen. So, kommen wir aber erstmal zum Magazin an sich. So. Als erstes haben wir hier Werbung für ein neues Ninjago-Set und das Inhaltsverzeichnis. Da kommen wir. Untote Familie. Bisschen was zu den Zombie und dem Baby. Dann geht es auch schon los. Mit dem
Comic. Das mal so schnell durchspringen werden. Die kommen mal beiseite. So. Dann geht's hier weiter. Schritt für Schritt. Ein kleines Spielchen. Dann wieder eine Seite Comic und eine Seite Werbung für das Lego Jurassic World Magazin. Dann wieder eine Seite Comic und eine Seite Rätsel, Dschungeljagd. Dann eine Seite Comic und Flucht ist zwecklos, wieder ein kleines Rätsel. Dann sind wir hier auch schon so gut wie in der Mitte. Eine Seite Comic und hier haben wir das Poster mit Wir sind Helden. Und auf der anderen Seite haben wir manchmal, grabe ich auch nach unten. Weil manchmal grabe ich nach unten, das auch habe ich dazu gedichtet. Dann haben wir hier Werbung für ein Abo des Minecraft Magazins. Gibt es momentan hier ein Heft gratis dann. Dann geht es hier weiter mit dem Comic. Irgendwo Minecraft, da haben wir hier wieder so ein kleines Spielchen mit einem kleinen Set, was auch so ein bisschen vorgestellt wird. Dann eine Seite Comic und nochmal von vorn wieder ein kleines Rätsel, ein kleines Puzzlespielchen. Dann geht es hier weiter mit dem Comic. Dann haben wir hier wieder ein Rätsel und tote Verstärkung. Ein paar kleine Spielchen. Dann bau dir deine Welt. Da haben wir hier die Anleitung zu dem kleinen Paperback. Dann haben wir hier auf der nächsten Seite die Fanpost, dein Minecraft. Da haben Leser Bilder, Fotos von Mox eingeschickt. Mit etwas Glück kann man da auch was gewinnen. Dann sind wir auch schon durch mit dem Heft. Hier haben wir die Ankündigung fürs nächste. Da haben wir Alex dabei mit einem Wolf und einem kleinen Fluss in der Ecke. Das erscheint am 5. Mai. Dann hätten wir hier noch Werbung für die Dreams Magazine, die alle 2 Monate neu erscheinen. Ganz coole Teile. Dann haben wir hier noch Werbung für das City Magazin. Und dann werden wir auch komplett durch. Und das wäre es dann auch so für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ob ich die Karten sammeln werde, muss ich mir noch mal überlegen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ihr werdet es garantiert sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.